Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario 64. Ja, stand dieser Vorsprung im letzten Part nicht nur auf der anderen Seite dieses kleinen Fensters? Ja, das liegt vielleicht daran, dass wir jetzt auf der anderen Seite des Raumes sind. Ja, im letzten Part waren wir da schräg gegenüber, wollte ich erst sagen, aber das würde ja nicht stimmen. Ja, was finden wir denn hier? Ja, wir finden quasi eine geheime Welt, die so geheim ist, dass ich jetzt voll geflasht bin. Und, joa, wo müssen wir hier hin? Als erstes wäre es ziemlich cool. Genau, wir landen da mal. So, als erstes wäre es ziemlich cool, die Kanonen hier freizuschalten. Die spielen hier eine wichtige Rolle. Und ja, diesen Kanonen-Bob-Omb finden wir, also Bob-Omb-Buddy, finden wir hier unten am niedrigsten Punkt dieses Levels. Das ist, glaube ich, ja, das dürfte der niedrigste Punkt sein. Und ja, damals hatte ich riesen Probleme mit diesem Level. Aber mittlerweile finde ich es eigentlich ganz angenehm. Es ist okay quasi. So, ja, bist du bereit? Ich bin so bereit, das glaubst du gar nicht. So. Nein, du sollst dich nicht festhalten. Mal, wenn ich nicht festhalten soll, tut er das. Naja, so, wo müssen wir denn hin? Von dort kamen wir. Wir können ja mal darauf. So, okay, das war sehr knapp. So, okay, wo wollen wir hin? Ah, wir könnten... Ich glaube, da hinten gibt es sogar eine rote Münze. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Oh. Das war natürlich cool. So, jetzt gucken wir mal hier kurz. Das war nur ein Leben. Hm. Okay, wir müssen nochmal zurück zur Kanone. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass hier langsam aber sicher unsere Kraft schwindet, unsere Flugkraft. Das wollen wir ja nicht. Ich finde, diese Stangen da sehen aus wie Lakritzstangen. Ich weiß nicht wieso, ich empfinde es einfach so. Es sind halt meine Gefühle. Was? Egal. Ja, wo müssen wir eigentlich noch hin? Wir müssen quasi noch... Ach du Scheiße, es geht so hoch. Es geht so hoch hinaus. Oh yeah, richtig rein da. So. Okay, wo können wir noch hin? Wir können quasi dahin. Oder haben wir, sind wir hier nicht sogar gestartet? Oh, wir haben hier gestartet. Wie viele Münzen haben wir? Wir haben 4, so. Gut, dann gehen wir hier nochmal rein, kurz, in die Kanone, ins Kanönchen. Ich habe immer so einen gewissen Zeitdruck bei diesen, bei dieser Mütze. Ich denke immer, Wunder, wie schnell das vorbeigeht, aber geht es gar nicht so schnell vorbei. Ja, das war natürlich cool. Aber okay, wir sind sicher gelandet. War hier nicht auch noch eine Münze? Na, ich weiß es nicht. So, du kannst mir mal kurz gestohlen bleiben. Gab es nicht irgendwo noch eine... Relativ... Ja, da gab es sie. Da gab es die Transparenzwolke. Also die Transparentee-Wolke. Aber ich glaube... Kommen wir gar nicht hin. Oder? Doch, das könnte... Nee, das passt nicht. Schade, schade. Gut, dann fliegen wir nochmal hier kurz rein. So, ja. In die Kanone mit dir, mein Freund. Was für ein Gefühl das sein muss, sich ständig herumschießen zu lassen. Herumschubsen, quasi. Ja, ich habe sie. Wuhu, ich bin frei wie ein Vogel. Wuhu. Mal gucken, ob ich ganz hoch komme. Nee, das komme ich anscheinend nicht. Nein, 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 das gibt's nicht. Okay, ich wusste nicht, dass man davon abprallen tut. Ja, ne? Und sonst alles super bei euch, ja, schön, bei mir nicht. Ja, und das Schöne ist, man stirbt ja nicht, man landet hier einfach nur im Schlossgarten und man wird dann damit gestraft, dass man den ganzen Weg nochmal laufen kann. Das finde ich echt unfair. Echt nicht fair. Macht das nicht. So, okay, gehen wir halt wieder da rein.
Oh Mann, ich dachte, das mache ich jetzt hier in einem Rutsch und habe schon überlegt, was könnte ich noch in diesem Part machen, aber dieser Luxus sei mir nicht gegönnt. Okay. So. Gab dieser Tod eigentlich noch was? Habe ich von ihm jemals einen Stern eingesammelt? Ich weiß nicht mal, ob der Tod überhaupt was gibt. Oh. Yay, Leute, ich habe einen Stern gefunden. Woohoo. Yay, nice. Super, okay, das wusste ich schon gar nicht mehr. So, jetzt haben wir ja quasi 13 geheime Sterne, dann gibt es noch 14. Und den 15. gibt es auch noch, den gibt es bei Bowser. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Voll Spoiler. Weiß ja auch niemand. Ich weiß, dass man da rankommt, so. Man muss mir nichts vormachen. Ich spiele das Spiel schon seit, ja, wie vielen Jahren? Ich weiß nicht. Seitdem ich 4 bin? Ich weiß nicht. Vielleicht auch. Okay, da hätten wir schon mal gedeichselt. So, wunderbar. So, okay, die Kappe müssen wir jetzt nicht extra nochmal einsammeln. Ja, seitdem ich 4 bin quasi, spiele ich das Spiel hier. Oder 3? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schon lange genug, um zu wissen, dass dieses Spiel einfach nur episch ist. Yay! So, hallo. Wo muss ich hin? Ich muss dahin. War es überhaupt noch gut? Oh mein Gott. Knapp nenne ich sowas meistens. So, okay, okay, den habe ich nochmal eingesammelt. Da. Glück auf. Glück auf. Wuhu. So, und jetzt am besten nochmal rein. Oh yeah, das war cool. Das fand ich jetzt echt nice. So. Wir müssen nochmal zu unserer Doktor-Plattform. Boah, okay, ich bin eben ganz schön gesunken. Captain Niveau, wir sinken. Yay. So. Und nochmal rein, wir dürfen keine Zeit verlieren, denn wir haben unsere Flugkappenenergie nicht aufgefrischt. Das ist äußerst schlecht. Okay, gehen wir erst hier hin. Ja, ich wüsste sonst nichts Besseres. So, haben wir schon mal 6. Was ist hier eigentlich? Oh Gott. Das Leben hätte mir beinahe den Tod gebracht. Yay. War hier nicht? Ja, da war's. So, und diesmal keine Kompromisse. Yeah. Die 7 haben wir auch schon mal. Quasi in der Tasche. Und die 8, die liegt uns auch schon zu Füßen. Gleich. Yeah, wir schaffen es. Mario, schwankt nicht so. Das ist nicht gesund für dein Gehirn. So, bitte nicht sterben. Aber eigentlich müsste der Untergrund groß genug sein, dass man hier... Ja, na wunderbar. Meine Güte, hätte es nicht gleich am Anfang so laufen können? Nein? Okay, kann ich mitleben. So, das hätten wir dann auch. Wunderbar. Wunderbar. Ja, jetzt haben wir 9 Minuten verschwendet. Beziehungsweise geschafft, gut verteilt. Jetzt die Frage, was kann man noch mit hinten ranhängen? Bowser-Kampf will ich noch nicht machen. Man müsste jetzt rein theoretisch die ganzen 100 Münzsterne machen. Okay, ich würde sagen, eine Sache wüsste ich, die man innerhalb von kürzester Zeit ganz easy schaffen kann. Dazu gehen wir erstmal wieder ganz nach unten. Naja, nicht ganz nach unten, aber ziemlich weit nach unten. Hey, nicht so, mein Freund. So, jetzt sind wir wieder im Erdgeschoss. Wir können jetzt quasi wieder hier rein. Zum wunderschönen Buhu-Schloss, so Buhu-Villa. Eine ziemlich geile Welt, eigentlich. Ich mag dieses Prinzip. So, denn wir haben dort müsste ja...
Genau. Wir haben nur 6 Sterne, also da fehlt ja noch einer. Oh mein Gott. Und ja, es ist ja nicht so, als wären die Münzen dort nicht leicht zu bekommen, ne? So, okay. Gut, gehen wir da einfach mal rein und schauen mal, was uns dort erwartet. So, gehen wir auf Geisterjagd. Wir nehmen einfach mal die 6. Einfach weil ich Angst habe. Ich fürchte mich. Wow. Alles so gruselig hier. Okay. Du kommst her, sagte ich. Kommst du her? Bei Fuß. Du Töle, du Köter, whatever. Was flog da? Da ist ein Schatten über mir. Ist es der Buhu, der so weit rausgeht? Oh mein Gott, das wusste ich auch noch nicht. Ist ja interessant. Das hat mir gerade Angst gemacht. Ich habe mir Beine in die Hosen gemacht. So, jetzt. Mama war's hier. Danke. Ein Klavier, das nicht hört. Oh mein Gott. Wo gibt's denn sowas? So, damit hätten wir schon mal Münze Nummer 1, aber um die Münzen geht's ja hier nicht. So, denn es geht quasi um das Geld. Kommt ihr Buß eigentlich? Oh, ihr kommt tatsächlich. Und Double Kill, ja, das schaffe ich tatsächlich. So, und damit hätten wir schon fast die 25 Münzen zusammen. Es sind leider nur 24. Es tut mir ja leid, ich kann ja auch nichts dafür. Es gibt halt gewisse Momente, da hat man ein paar Tiefpunkte in seiner Karriere. Und dieser ist jetzt dieser eine Moment von vielen. So, aua, die machen noch Schaden, heilige Scheiße, das wusste ich noch nicht. Interessant. So, aber 34 Münzen haben wir schon mal. Meine Güte, kann man hier eigentlich durch? Ja, man kann durch. Interessant, dass es dort noch kein, dass es dort kein Secret gibt. Finde ich echt schade, das wäre eigentlich ziemlich geil. So. Stopp mal, Kollege. Einfach nur jetzt kurz mal sterben. Kannst ja danach wieder. Hallo, kommst du mal her? Okay, ich sehe schon. Muss ich das verstehen? Der Geist ist gruselig. Heilige Scheiße, jetzt habe ich aber wirklich Angst. Ich habe Angst. Was hat der Geist eben gemacht? Er hat die Physik penetriert. Quasi. Und, ja. Nein. Es, in ganzen Räumen gibt es nichts Sinnvolles. Meine Güte, das kann nicht wahr sein. So. Aber hier gibt es was Sinnvolles. Nämlich eine rote Münze. Genau die wollen wir. So. Ja, nicht runterfallen, sonst will ich ja einen Umweg laufen. Und da ich faul bin, mache ich sowas nicht. Und die Türen sind versetzt. Oh mein Gott, es ist so grauenvoll. Dieser Anblick, er ist so furchtbar. Okay, das hat gerade gepasst irgendwie zu dem hier. Doch, schau mich an. Schau mir in die Augen, Kleines. Oh yeah. So. Dein Tod wird mir süß schmecken. Ja. So, ja, jetzt haben wir auch gleich wieder den roten Münzstern. Ja, wunderbar, ich weiß. Kaum zu glauben. Aua. Ich wollte gerade springen. Du wärst gestorben. Gib's zu. So, ja, ich will dich nicht. Nicht jetzt. Oh, ich will auch keine Wand knutschen. Ja, Kamera. Meine Güte, Kamera, was machst du da? So, wir gehen jetzt einmal hoch und aktivieren diesen Münzschalter. Ja, warum machen wir das? Weil wir Geld wollen. Oh, es reicht noch nicht. Okay, gehen wir einfach mal. Aber von der Zeit her schaffen wir das echt gut. Okay, ich dachte schon, das würde daneben gehen. Aber okay. Woo, woo, woo. Bams. So. Okay, damit hätten wir 93 Leute. 93. So, wir gehen einfach mal hier runter. Beziehungsweise hier. Du, mein Freund. Du könntest nützlich sein.
Ja, endlich folgst du mir mal. Meine Güte, bin ich so unwichtig? Bin ich so uninteressant? Weißt du, wie beleidigend das für mich ist? So, 99, ja. Das alte Lied, es fehlt mal wieder eine Münze. Aber, meine Güte, ich höre Geister von überall. Aber hier könnten auch. Also, es sind zwei Boxen, das ist wahrscheinlich, dass mindestens eine Münze vorhanden ist. Ja, und das ist tatsächlich. Wäre hier auch noch was gewesen? Ja, wäre scheißegal gewesen. So, okay, damit hätte es auch von der Zeit her prima geklappt. Und ja, so werden auch die anderen Parts, also die nächsten Parts aussehen. Alles diese 100-Münzen-Geschichte. Oh, man rutscht hier. Nee, halt! Yay! Da ist ein Leben! Warum weiß ich erst jetzt? Mario? Moment. Nein, das ist doof. Das ist doof, was du machst. Finde ich nie nett. Okay, ist egal. Wir können hier rausgehen. So, und dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Und dann beende ich diesen Part an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal und ciao.